Wenn wir diesen Engpass haben und es ist wirklich viel Druck da, dann reduziere ich auf ein Zimmer. Das heißt, wir reduzieren die Wegzeiten so massiv und auch die Aufräumarbeiten, dass wir wesentlich schneller Ja, vorankommen. klar. Jetzt sind wir mit da dann plötzlich ein Team, was wie ein Uhrwerk, wie ein perfekt organisiertes Orchester auf den schnellsten Lauf quasi einmal gemeinsam spielen kann, weil jeder genau eine Rolle hat, die ganz nahtlos ineinander greift. You're listening to Dr. Baxman's Lean Orthodontics. Simply everything that makes you even more successful in orthodontics and practice management. Dr. Baxman is a speaker, Amazon bestseller author, and multi-entrepreneur. Now he takes all that knowledge and brings it to you in one podcast. This is Dr. Baxman's Lean Orthodontics. Lieber Martin, wir haben das letzte Mal über Verschwendung gesprochen und irgendwie ist es ja auch naheliegend, dass man so einen angrenzenden Themenbereich auch nochmal in einem speziellen Podcast dann anspricht, nämlich die Engpässe. Soll es ja auch in der Praxis geben, habe ich gehört. Wie weit sind die denn verbreitet? Die sind überall verbreitet, Okay. täglich, Ja. Yeah. vom Weg zur Praxis bis von der Praxis nach Hause, in der Praxis, überall. Also das ist auch wieder so ein ganz globales Thema, wenn man so will. Die haben wir überall. Und in der Praxis natürlich, sag ich mal, fange ich gleich auch an mit dem klassischen Thema, wer ist der häufigste Engpass? Nämlich eine Person tatsächlich in ihrer Rolle. Und das ist der Chef oder die Chefin. Das Okay. ist in der Regel einer der wichtigsten Engpässe, die wir immer wieder feststellen können, weil der Chef oder die Chefin, gerade wenn das Unternehmen noch klein ist, im Prinzip multiple Aufgaben und Rollen hat, die dann miteinander konkurrieren und aber trotzdem es nur einen Weg gibt, quasi, den man dann gehen kann. Also es ist wirklich so, wenn man sich vorstellt, wie in so einer Baustelle, da ist nur noch eine Spur frei. Ja, nennt man auch im Lean Management, by the way, One-Piece-Flow. Das heißt, dass ein Stück quasi mal durchgehen kann, quasi, um einen wirklich guten Wertstrom zu erzeugen. Und jetzt haben wir da ganz viele Autos, die konkurrieren darum, da möglichst reinzufahren und vielleicht als erstes reinzufahren. Und die verhalten sich dann auch nicht immer vernünftig. Und diese Dinge, die dann jetzt auch einen einfließen können, als Engpass-Chef, das können sein Patientenanfragen, eigene Aufgaben, die man noch hat, Mitarbeiter, die was von einem wollen und so weiter, verschiedene Tasks, die einfach da sind, die man dann irgendwie priorisieren, in eine Reihenfolge, in einen Flow bringen muss, damit der Verkehr nicht zum Stehen kommt, im buchstäblichen Sinne. Also das ist schon mal Ja. ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Auch da, ich erwähne es immer mal wieder zwischendurch, das sind auch Dinge, die wir zum Beispiel im Coaching ganz konkret angehen, weil meistens ist das Problem tatsächlich, wenn eine Praxis nicht läuft, dass der Chef selber in seiner eigenen Organisation einfach nicht so effektiv ist, wie er sein könnte, weil er zum Teil noch nicht sich über seine Rollen bewusst geworden ist, weil er sich zum Teil von den Prioritäten noch nicht ganz bewusst geworden ist, weil er vielleicht manche Sachen nicht loslassen will. Auch wieder hier Lean, das Thema eliminieren und fokussieren und so weiter, haben wir dort auf die wesentlichen Dinge. Was kann nur ich als Chef? Was können andere auch? Wo muss ich einfach mal loslassen? Und so weiter und so fort. Das ist ein ganz, ganz Moment. zentrales Thema. Ja gut, das heißt, dass der Engpass-Chef, wollte ich jetzt sagen, aber es ist glaube ich, auch nicht flapsig ausgedrückt, weil es ist ja offensichtlich so wie du sagst. Ist das denn nicht nur, also das heißt ja, das ist nicht nur nervig, sondern es ist auch ein echter Störfaktor, wenn man einen Engpass hat und den womöglich auch gar nicht erst mal erkennt, ne? Ganz genau. Also es ist wirklich ein Problem, weil das natürlich wieder bei dieser Analogie so ein bisschen zu bleiben, den Verkehr regelmäßig zum Erlahmen bringt Ja. und deshalb einfach wirklich ein produktives Arbeiten oft maßgeblich erschwert wird. Und die Resultate, die man dann ganz konkret in der Regel sieht, ist, dass dann im Prinzip dann einfach auch, wie im Stau auch, negative Emotionen entstehen. Es kommt zu Stress, es kommt zu aufgestauten Gespülen bis hin zu Wut, was weiß ich. Es gibt aber auch Verspätungen, Überstunden für die Mitarbeiter, Verspätungen, also weniger Termintreue bei den Patienten. Das heißt, es können Beschwerden drauf aufkommen. Das ist dann auch so ein Circulus vitiosus so richtig, der dann einfach entsteht. Dadurch, dass alles meinetwegen auf eine Person so kanalisiert ist, dadurch einfach Nebeneffekte entstehen, die wieder neue Probleme erzeugen.
wie meinetwegen Patientenbeschwerden, die dann aufkommen, Mitarbeiterbeschwerden, weil es halt nicht läuft. Und die führen dann in der Regel ganz oft wieder, das haben wir an anderer Stelle auch nochmal besprochen, wir haben so eine Kultur, die ist überhaupt nicht lean, dass wir so schnell wie möglich ins Reduzieren gehen, sondern wir versuchen dann irgendwelche Umgehungsprozesse zu bauen, um das Problem dann noch wieder irgendwie besser zu machen. Und so weiter. Und das führt dann zu weiteren Problemen, die dann neu auftreten. Bevor ich gleich wieder auf den Engpass zurückkomme, möchte ich Ihnen kurz erklären, was ich mit diesen Umgehungsprozessen meine, weil die sind ein ganz wesentlicher Aspekt, wo wir vom Engpass ganz schnell zur Verschwendung dann nämlich auch überschwenken in dem Bereich. Ein Beispiel, das ich da ganz gerne nehme, ist ein kleines Kind, das Fahrradfahren lernen möchte oder soll oder will. Wie wird das häufig gemacht? Die kriegen dann ein Fahrrad und wenn es ein Fahrrad fährt, hat es in der Regel zwei Probleme, nämlich es muss mit der Pedale treten und gleichzeitig die Balance halten. So, und was machen wir? Okay, wir wollen natürlich, dass alles gleich läuft. Okay, dann bauen wir da was zusätzlich an das Fahrrad dran, nämlich Stützräder. So, und die Stützräder sollen jetzt dafür da sein, dass das Gleichgewichtsproblem gelöst ist und dass man gleichzeitig treten kann. So. Das Problem ist aber, vielleicht erinnert sich noch jemand, wie das mal war mit so einem Stützrad oder kann das bei so Kindern erkennen. Das ist voll ätzend, ja, weil die passen nie richtig, sondern die sind immer so, dann schwenkt man so mit und dann fährt man dann plötzlich so oder man fährt so und irgendwie so richtig gut, also Spaß macht das nicht. Das ist total nervig und das ist doof und dann dauert es auch. So, und dann haben wir ein paar findige Erfinder sich überlegt, okay, wie können wir das Ganze denn mal durch Subtraktion statt durch Addition entsprechend angehen? Und was haben die gemacht? Die haben diese Laufräder erfunden. Und was bedeutet das? Die haben einfach das Tretlager rausgenommen. Das heißt, die haben die Probleme isoliert und haben gesagt, okay, wir setzen erstmal so ein Kind da drauf und machen das auf eine Art und Weise, wie, sag ich mal, das Gleichgewichtsverhalten relativ natürlich noch stattfindet, trotzdem aber die Geschwindigkeit erfahren werden kann, das Lenken und alles, was dazugehört. So, und dann hat man so ein Laufrad und dann fahren die rum und man merkt, so ein Kind, das kann das an einem Tag, kann das mit dem Laufrad fahren. Und manche Kinder sind so pfiffig, wenn man dann so ein cooles Laufrad hat, wo man dann einfach das Tretlager dann reinsteckt in das gleiche Rad, dann dauert das irgendwie 3 Tage, dann können die Fahrrad fahren. Und mit den Stützrädern, da ochst man da wochenlang rum und keiner hat da Spaß dran. Das heißt also, hier war auch wieder weniger mehr in dem Fall. Und das ist auch das, wo wir jetzt wieder bei den Engpässen jetzt, ob es der Chef oder wer auch immer es hinkommt, dass wir durch Subtraktion in der Regel viel schneller zum Erfolg kommen, auch wenn es relativ kontraintuitiv sozusagen ist. Ein Beispiel mal aus einer Studie dazu, die auch jetzt mit der Kieferorthopädie nicht direkt sofort was zu tun hat, wo wir die Brücke schlagen können. Und zwar haben sie in London und in Tokio Studien durchgeführt. Wie schaffen wir es dort? Haben wir so große Metros, die Tube und so weiter, kennt im Prinzip jeder. Wie ist denn das im Notfall? Ja, da ist das ein ganz gefährlicher Raum da unten, weil die sind da drin gefangen und die können dann nicht so einfach raus, sondern nur über diese riesen Rolltreppen. Wie kriegt man denn die Leute da am besten raus? Und wir kennen das jetzt vielleicht, wenn wir in London mal waren, rechts stehen, links gehen, ne? Das heißt, gibt es dann so Vorgaben. So. Und jetzt haben die mal Untersuchungen durchgeführt. Wie geht denn das am besten? Einmal haben die Leute einfach rausrennen lassen über die Rolltreppe. Dann haben die gesagt, rechts stehen, links gehen. Und dann sind die dann links gegangen. Und dann haben die noch eine dritte Studie gemacht. Auf jeder Stufe steht einfach eine Person und keiner bewegt sich. Sie fahren einfach raus. So, jetzt wird jeder sagen, okay, wenn ich da unten im Tunnel bin, ja, und da ist ein Feuer oder eine Explosion, ich würde meine Beine in die Hand nehmen und da rausrennen. Ist aber eine total doofe Idee, weil die Studien haben ganz klar gezeigt, dass mit Abstand die schnellste Menge an Patienten, an Menschen rausgeschafft werden konnte, dass wenn alle auf einer Stufe standen und nur entsprechend gefahren sind. Und alles andere hat dazu geführt, dass unnötig viele Stufen besetzt wurden von einzelnen Personen, dass gleichzeitig aber auch Unfälle passiert sind, die sind gestürzt, die sind gestolpert, die sind unterschiedlich schnell gelaufen. Es kam zu diesem Ziehharmonika-Effekt und so weiter mit Rückstau. Also auch dort war wieder weniger mehr. Das ist auch, was wir im Straßenverkehr sehen. Warum kommt es immer wieder zum Stillstand vor einer Baustelle und zum Stau? Weil da irgendwelche Idioten dauernd die Spur wechseln, rechts und links fahren, Gas geben, bremsen, Gas geben, bremsen. Und das zieht sich dann einfach kilometerweit zurück. Wenn jeder seine 60 oder 80 km/h durchfahren würde und ein sauberer Reißverschlussverkehr stattfinden würde, wäre das überhaupt kein Problem. Dann würde niemand stehen. Das muss man sich immer mal wieder klar machen. Was für ein Wahnsinn. Und jetzt kommen wir da im Prinzip auf die kieferorthopädische Praxis rein. Aber du hast eine Frage. Nee, das zeigt, ich komme wieder, ich habe wieder diese Kreise, die sich gerade wieder schließen. Es zeigt ja auch wieder, das ist wieder dieses Team-Ding, ne? Also das Team funktioniert nur, wenn alle mitmachen. Und wenn da einer querschießt oder ein, zwei querschießen, dann gibt es auf der Rolltreppe Stress, dann gibt es auf der Straße Stress und in der Praxis ja dann irgendwie auch.
Genau, also das gibt es auch konkrete Studien dann wieder dazu, die das Verkehrsverhalten betrachten. Und in erster Linie entstehen mindestens 90% der Staus auf deutschen Autobahnen durch nicht kooperatives Verhalten. Dass du das nochmal auf den Punkt bringst, finde ich gut. Also es ist wirklich das Thema nicht, im Prinzip nicht kooperatives Verhalten. Oder andersrum ausgedrückt, dieses nicht kooperative Verhalten, das impliziert ja so ein bisschen, dass da jetzt irgendwie ein schlechter Charakter dahinter steckt, dass welche sich vordrängeln wollen oder so. Es kann aber auch bedeuten, dass einfach nicht genug Klarheit von den Regeln besteht, warum diese Regeln existieren und warum sie eingehalten werden sollten. Das heißt, man müsste es einfach vielleicht auch ein bisschen genauer darstellen und einfach mal plastisch vorführen, was passiert, wenn wir uns so verhalten, was passiert, wenn wir uns so verhalten. Und jetzt entscheide dich einfach vernünftig. Und wenn du dich dann mit bestem Wissen und Gewissen immer noch unvernünftig entscheidest, okay, dann können wir hingehen mit Maßnahmen. Ja? Dann kommst du halt auf die stille Treppe oder kriegst ein Bußgeld oder keine Ahnung, was auch Ja. immer dann passieren mag. Ja, Oder Struktur in der andersrum. Praxis, ne? Haben wir auch schon Ja. drüber gesprochen. Genau, das ist Ja. es ja. Genau. Okay. Und das sehen wir zum Beispiel auch ganz häufig. So ein typisches Problem. Ich sag mal, ein Beispiel wird auch immer in Büchern immer wieder beschrieben. Du hast eine Praxis, meinetwegen, ich sag mal einfach mit drei Stühlen, mit drei Behandlungsstühlen. Jetzt hast du für den Tag vorgesehen, dass zwei Stühle durchgehend besetzt werden. Du hast zwei Helferinnen, die an den Stühlen arbeiten, bist ein Arzt, kannst von Zimmer 1 zu Zimmer 2, kannst du locker springen, passt alles super. So, was passiert jetzt? Jetzt ist irgendwas passiert, warum immer, du bist spät dran oder Leute kommen vorher. In der Kieferorthopädie sagen wir immer, der Bus ist da. Wenn plötzlich ganz viele gleichzeitig da sind und gleichzeitig kommen, weil es irgendwo eine Verzögerung, kann ja auch draußen Stau gewesen sein, jetzt kommen ganz viele auf einmal. So, jetzt haben wir einen Engpass. Die müssen warten und es entsteht Druck und Stau, Emotionen. Das führt natürlich auch dazu, dass es problematisch wird. So, was wird dann ganz gerne gemacht? Jetzt kommt irgendwer ganz Schlaues auf die Idee, komm, wir haben ja noch den dritten Stuhl, jetzt machen wir den dritten Stuhl auf. Weil sie denken, okay, da kann ja dann auch noch ein Patient sitzen. So, Ja. wie funktioniert das jetzt aber? Wer soll denn jetzt den dritten Stuhl bearbeiten? Wir haben zwei Helferinnen und einen Arzt. Und dann sagt der Arzt nachher, ja, dann mache ich alleine den dritten Stuhl. Okay, kann der machen. Dann fehlte aber ein Zimmer 2 und Zimmer 1. Das heißt, wir haben erhöhte Wartezeiten in den anderen Bereichen dafür, dass wir das dritte Zimmer aufmachen. Und jetzt kommt wieder das Kontraintuitives. Das übe ich auch immer mal wieder mit meinem Team, weil selbst nach 20 Jahren in der Praxis wird es mir selber immer noch nicht geglaubt, aber es ist wahr. Wenn wir diesen Engpass haben und es ist wirklich viel Druck da, dann reduziere ich auf ein Zimmer, wenn ich gerade da bin. Meine anderen Mitarbeiter machen das total ungern, weil, wie gesagt, sie glauben es mir nicht. Aber ich reduziere auf ein Zimmer und wir haben auch eine genaue Rollenbeschreibung. Das heißt, wir reduzieren die Wegzeiten so massiv und auch die Aufräumarbeiten, dass wir wesentlich schneller Ja, vorankommen klar. können. Eine Mitarbeiterin holt den Patienten aus dem Wartezimmer. Währenddessen wird der Stuhl vorbereitet und ich lese schon mal die Karteikarte. Der Patient kommt auf den Stuhl. In der Zeit fange ich schon an, den Patienten anzuschauen, gebe Anweisungen an eine freie Helferin, die schon mal die Dokumentation macht. Die andere Helferin bereitet entsprechend dem, was wir denn entscheiden, schon mal vor, kann mir unmittelbar anreichen. Und während dann ich die abschließende Erklärung mache, nehme ich den Patienten schon mal vom Stuhl runter, verabschiede ihn quasi. In der Zeit kann eine Helferin schon eintragen, die andere kann wegräumen und sauber machen und dann wird der Patient von einer nach vorne geführt. Wir machen, bereiten wieder den Stuhl vor und lesen die Karteikarte für den nächsten Patienten und auf dem, während die eine Helferin den rausbringt, bringt sie gleich den nächsten wieder mit rein. Das heißt, wir schaffen ultra kurze Wegstrecken. Das ist dann kommt es nämlich auf die Kooperation an. Und jetzt kommt nämlich das Thema, jetzt sind wir mit da dann plötzlich ein Team, was wie ein Uhrwerk, wie ein perfekt organisiertes Orchester auf den schnellsten Lauf quasi einmal gemeinsam spielen kann, weil jeder genau eine Rolle hat, die ganz nahtlos ineinander greift. Und wenn Ja, dann klar. der Ansturm vorbei ist, dann ist wieder gut. Und hier auch nochmal dann weiteres Thema, Engpass, Chef. Wenn wir dann so einen Engpass haben, dann müssen wir auch darauf aufpassen, dass wir auch nur das machen, was wir geplant haben. Also, was ganz gerne dann passiert ist, wir haben meinetwegen eine Standardkontrolle, die soll durchgeführt werden. Und plötzlich denkt der Chef, ach hier, ah, wir können ja schon mal das machen. Das spart uns beim nächsten Mal Zeit. So, das heißt, wir machen eine Sonderaufgabe, die nicht vorbereitet ist, zu dem Zeitpunkt, wo wir so schon Zeitdruck haben. Das bedeutet, jemand muss wieder loslaufen, Sachen holen, vorbereiten. Es muss was geändert werden. Die Absprachen stimmen nicht mehr. Wir müssen uns nochmal kurz kommunikativ neu abstimmen. Alles das sind Reibungspunkte, Friktion, was Zeit und Energie kostet und was dafür sorgt, dass es am Ende des Tages länger dauert.
Beispiel dazu. Nehmen wir mal aus dem, damit es noch ein bisschen verständlicher wird. Was machen die Leute in Deutschland am Supermarkt? Da ist eine Riesenschlange und dann sagen die, wir machen Kasse Nummer 2 auf. Was passiert? Die Hälfte der Leute gehen rüber, Kasse Nummer 2 soll aufgemacht werden. Und was passiert in Deutschland? Nichts, weil es ist gar kein Mitarbeiter da für die zweite Kasse. Der ist noch irgendwo ganz woanders, der muss erst gleich noch herkommen, da muss er noch die Kasse entsiegeln, dann fehlt das Kleingeld, da muss er nochmal, hat man sich also da drüben hingestellt, dachte, boah, ich bin der Coolste, jetzt bin ich von Platz 10 auf Platz 3, aber ich bin trotzdem langsamer als auf der anderen Seite, weil es nicht weitergeht. So, was machen die in Spanien? Die gucken, wo ist denn der wirkliche Engpass da? Der Engpass ist nämlich nicht an der Kasse die Kassiererin, sondern der Engpass, das sind solche Leute wie ich, die zum Einkaufen gehen, die es nicht auf die Kette kriegen, so schnell ihren Wagen wieder einzuräumen, dass das Band frei wird. Und dann türmt sich da so ein Riesenteil auf und die macht zieht die ganzen Sachen durch und ich kriege die gar nicht so schnell verpackt bei mir. Und das ist der Engpass. Und dann muss ich noch mein Geld rausholen oder dann kommt die Oma mit dem Kleingeld, die will dann passend bezahlen und dann fällt da noch ein Geldstück runter, da müssen erst alle suchen gehen. Das ist, wo die Engpässe passieren. So, und jetzt sage ich nämlich genau, was machen die in Spanien? Die haben dann eine zweite Person, die gibt dir eine Bolsa, eine Tüte und die räumen für dich ein. Die sorgen nämlich genau, das ist nämlich genau das, jetzt sind wir wieder beim Engpass. Wie beseitigt man einen Engpass? Man sorgt für einen One-Piece-Flow an der Engstelle, dass dort die schnellste Bewegung stattfinden kann. Und dann muss man dafür sorgen, dass hinter dem Engpass, dass dort schnellstmöglich alles weggeräumt wird, dass dann kein Rückstau ist. So, ich reg mich immer auf, wenn ich aus der Baustelle rausfahre, Geschwindigkeit ist aufgelöst und dann zieht einer mit 90 nach links auf die linke Spur. Na, was soll das denn echt? Das geht gar nicht. Das ist jetzt total falsch, das Verhalten, sondern schön jeder auf seiner Spur raus beschleunigen auf eine durchschnittliche Geschwindigkeit und dann geht's. Und wie gesagt, das machen dann die Spanier mit der Tüte. Die sorgen dafür, dass hinter dem Engpass der Kasse das schnellstmöglich weg ist. Ja, die schieben quasi den Kunden mit seinem Wagen möglichst raus, dass der weg ist, damit der nächste schnell nachflutschen kann. Das würde ja dann heißen, jetzt vereinfacht ausgedrückt, wenn ich bemerke, dass ich irgendwo einen Engpass in meiner Praxis habe, dann kann es sich auch mal lohnen, um die Ecke zu denken und nicht nur das, was so, ja, wie du sagtest, ne, dass man halt, es ist viel los im Wartezimmer, ich mache jetzt noch einen Behandlungsstuhl auf, eben nicht, sondern andersrum denken und gucken, wie kann ich denn Zeit einsparen oder wie kann ich denn die Zeit oder die Ressourcen, die ich habe, effektiver nutzen. Ganz genau. Und dieses um die Ecke denken bezieht sich auf viele Dinge. Ich gebe jetzt nochmal wieder ein klinisches Beispiel. Ich hatte letztens im Coaching einen Coachi, der hat gesagt, ja, wir haben so viel Stress, wir haben so viel zu tun die ganze Zeit, wir wissen gar nicht, wie wir das machen sollen, aber irgendwie trotzdem kommt nicht ganz so viel rein, wie es eigentlich sein müsste. Okay, das ist schon mal interessant. Da habe ich mal gefragt, wie viel aktive Patienten hast du denn als erstes? Ich nenne jetzt einfach mal ein paar fiktive Zahlen. Er hat gesagt, so 500 aktive Patienten haben wir. Okay. Wie oft siehst du denn diese Patienten regelmäßig? In welchen Terminintervallen kommen die denn? Für die, die jetzt gerade Zettel und Stift haben, am besten mit dazu nehmen, weil das wird so ein bisschen Mathe ganz kurz, bis wir dann zum Ergebnis kommen. Aber nicht vorspulen jetzt, weil dann kapierst du es nicht. Also 500 Leute kommen alle 8 Wochen. So, das bedeutet also, wir haben 8 Wochen Zeit, um 500 Leute zu sehen. In den 8 Wochen haben wir meinetwegen, ich sage einfach mal, 5 Tage die Woche geöffnet. Ja, das sind 40 Tage haben wir jetzt geöffnet. Das heißt, an diesen 40 Tagen müssen wir 500 Patienten sehen. Wie viel sind das dann pro Tag? Das sind dann, ich glaube, 12,5 Patienten ungefähr, die wir am Tag sehen müssen. Und da wird jetzt jeder sagen, wie 12,5 Patienten? Das ist aber ganz schön wenig. Ja, das ist super sau wenig. So, und jetzt habe ich gefragt, okay, wenn du also jeden Patienten regulär siehst, ja, hättest du nur 12,5 Patienten am Tag. Jetzt sagen wir mal, du hast noch ein paar neue Patienten, die du jetzt nicht mitgezählt, so ein paar Kleinkram. Hast du meinetwegen 15 oder 20 Patienten? Wie viele Patienten siehst du denn am Tag? Ja, ich sehe so ungefähr 45 bis 50 Patienten am Tag. Okay, das habe ich mir gedacht. Jetzt ist aber die Frage, wer sind denn die und was machen die und wie tragen die zur Wertschöpfung dabei und wieso sind die überhaupt da? Macht deine Rezeption die richtigen Termine mit denen? Machst du mit denen die richtigen Termine oder funkst du dazwischen und sagst dann, ah, der soll aber schon in 2 Wochen kommen, der soll in 3 Wochen und bleibst nicht bei deinem System? Oder aber haben die irgendwelche anderen Probleme, was weiß ich, haben die so viele Reparaturen oder was ist da los? Und so weiter und so fort. Und am Ende des Oder, wenn Tages ich hat kurz sich. einhaken darf, oder sind das so welche, die du gar nicht haben willst? Vielleicht auch?
Ja, kann auch sein, Ja, genau. hatten wir auch schon Auch mal das das. Thema, ne, wo ich so überrascht war, dass es dann so, dass es auch Patienten gibt, die man eben nicht möchte, aber könnte ja auch sein, dass man sich viel zu viele von denen dann in die Praxis holt. Ja, könnte auch einer sein, der einfach so unsicher ist, dass er alle 2 Wochen vorbeikommt und denkt, ich soll zwar erst in 8 Wochen kommen, aber bist du sicher, dass das alles gut läuft? Ja, Was gut. natürlich auch wieder ein Prozess sein könnte. Es könnte sein, dass wir einen falschen Patienten ausgesucht haben, der nicht mehr alle Latten am Zaun hat. Es könnte aber auch einfach sein, dass unsere Kommunikation so schlecht ist, dass der berechtigterweise diese Fragen hat. Ja. Das heißt, das sind wieder so ganz viele Anknüpfungspunkte, wo wir da hingehen können. Bei dem war es aber jetzt noch ein ganz anderes Problem. Der hatte nämlich ganz viele passive Patientinnen. Und das, liebe Leute, jetzt hört genau zu in der Kieferorthopädie. Das machen nämlich total viele falsch. Ich gehe nämlich im nächsten Schritt eigentlich fast immer dahin hin und frage, wie viele Patienten sind denn bei dir in der Retention? Also das ist ja für die, die jetzt zahnärztlich arbeiten oder jetzt nicht direkt in der Kieferorthopädie sind, das ist die Stabilisierungsphase am Ende. Das ist also nur noch eine passive Behandlung, wo im Prinzip nichts mehr passiert, nur noch mal kurz geguckt wird, wo aber auch kein Geld verdient wird, wo einfach der Punkt irgendwann da ist, dass wir sagen müssen, lieber Patient, es ist Schluss. Geh mit Gott, aber geh. Und jetzt sind wir genau nämlich bei der Verbindung, die wir haben, zu dem Kassensystem, was ich mit dem spanischen Beispiel gerade hatte. Hier versäumen wir es schlicht und einfach, die Leute aus dem Laden rauszuschicken, sondern wir machen es denen sogar noch gemütlich. Wir laden die noch ein, da zu bleiben. Jetzt stellt euch mal vor, ihr seid bei Aldi und dann wird die Ausgangstür wird einfach zugemacht. Ja, was dann da los ist, dann können die machen an der Kasse, was sie wollen, die können auch wegräumen, wie sie wollen, da kommt keiner mehr rein und irgendwann ist dann Schluss. Und dann geht es nicht mehr weiter. Das heißt, ihr müsst die Patienten rausschicken und dann müsst ihr für einen One-Piece-Flow wieder sorgen. Es müssen mindestens so viele rausgehen hinten wie vorne reinkommen, damit du dann wieder vernünftig arbeiten kannst. Und dann plötzlich kommt es nämlich auch dazu, dass du am Tag nicht mehr so viele Patienten hast. Und dann kannst du nämlich auch neue aufnehmen. Kannst nicht sagen, ja, das ist das Schlimmste, was die da nämlich machen. Die sagen, ja, wir haben Aufnahmestopp. Genau. Dann machen die nicht die Ausgangstür vom Supermarkt auf, sondern die machen die Eingangstür zu. Ja, muss man sich mal vorstellen. Das ist wirklich ein plastisches Beispiel. Und ich rede mich da in Rage, weil das sehe ich regelmäßig immer wieder. Vielleicht nicht ganz so extrem, aber ein geringes Beispiel. Und das sind so einfache Stellschrauben, wie wir dann den Engpass freikriegen. Ja, und es wirkt sich ja auch im Endeffekt auch positiv auf den Umsatz aus, wenn ich die Tür wieder aufmache, ne? Also wenn ich, wie du Ja, auf sagst, alles. die quasi, ne, nicht ewig da sind, ne? Ich wollte gerade Ja, sagen, wenn. bleib bei dem Supermarktbeispiel. Du kannst Ja, nichts rausschicke, verkaufen, genau. weil es ist ja schon alles verkauft. Ja. Die Leute, sie sind total unzufrieden, weil die können da irgendwie nicht weg. Es geht nicht voran. Dein Team, der ist total unproduktiv. Die Leute, das alles steht da dicht gedrängt. Sie können keine neuen Leute aufnehmen. Geht auch nicht. Als Unternehmer, du verdienst kein Geld. Alle sind unzufrieden. Und da musst du auch noch die Probleme mit den Unzufriedenen dann lösen. Ja. Und einfach Tür auf, raus, fertig. Abschließende Frage: Kann ich Verschwendung denn visualisieren? Ich habe da in einem deiner Bücher was vom Kanban-Board gelesen. Das ist wahrscheinlich jetzt auch wieder so ein Thema, wo wir, glaube ich, stundenlang drüber reden können, weil es wirklich auch interessant ist. Aber ja, vielleicht lasse ich die Frage mal halb. Kann ich Verschwendung, Quatsch, Engpässe visualisieren? 100%ig, ganz genau. Okay. Kann man ganz definitiv. Und vielleicht hier auch nochmal ganz kurz 2 Dinge. Man kann manchmal auch einen Engpass extra erzeugen an bestimmten Kontaktpunkten, um dort etwas mehr Friktion zu haben, eine tiefere Bindung zu haben. Das ist nochmal jetzt auch nochmal out of the box gedacht. Einfach mal für die, die schon mal weitergedacht haben, kann man das mal aufnehmen. Aber ja, man sollte es auf jeden Fall visualisieren. Und ich sage euch, Leute, es funktioniert nur, wenn ihr es wirklich visualisiert und wenn ihr es messbar macht. Ich reiße das Thema Kanban-Board an, weil du hast es gerade genannt und ich will jetzt keine Box der Pandora damit aufmachen, weil das ist echt ein eigenes Thema. Was ist jetzt ein Kanban-Board? Ein Kanban-Board, das geringste Kanban-Board, was es gibt, ist eine To-Do-Liste, wo drauf steht, das muss gemacht werden, das ist gerade in Arbeit, das ist erledigt. Wir haben also jetzt quasi 3 Spalten, wo entsprechende Tasks eingeführt werden können. Und jetzt kann man sich schon vorstellen, wenn man sich das wie eine Tabelle sieht, dann sieht man immer genau, an welcher Stelle ist da wie viel drin. Und dann wird man auch relativ schnell feststellen können, an welcher Stelle an To-Do, sagen wir mal, 3 To-Do können gleichzeitig, oder 3 in Doing sozusagen, in Arbeit können gleichzeitig erfolgen. Mehr gehen nicht, weil wir nur so und so viele Mitarbeiter, was auch immer, irgendwas haben, ab dann Ja. fängt es an, sich davor zu stauen. Und dann ist unsere Aufgabe hinzugehen, dass wir möglichst hinten Raum schaffen und den Prozess
des Durchführens selber, also die mittlere Spalte dann, so stark beschleunigen, wie es irgendwie möglich ist, damit dann die hinten, die in der Warteschlange stehen, dann wieder nachrücken können. Das ist jetzt abstrakt gesprochen einmal, aber das ist genau, was man machen kann. Und das kann man wirklich nur richtig gut mit dem Kanban-Board sehen und messen. Ich sage euch, wenn ihr das intuitiv macht, ich habe es selber jahrelang gemacht und Mitarbeiter von mir versuchen es immer wieder auch intuitiv. Man dreht sich im Kreis, man findet den Problem nicht. Und das Kanban-Board am Ende des Tages wird bei euch nicht sein to do, doing und dann, sondern das sind oft Prozessketten, die haben 15, 20 Spalten oder so, die Ja. alle miteinander in direkter Verbindung stehen. Und das kannst du nicht intuitiv lösen. Du verstehst es nicht. Und es ist halt oft auch kontraintuitiv. Denk an die Treppe aus der Tube oder so. Das ist nicht immer sofort logisch. Aber wenn man es dann sieht, dann wird es sofort klar und man wird direkt drauf gestoßen. Also Fazit, wir denken mehr out of the box. Ich weiß, ich widerspreche dir so gerne, ne? Würde ich jetzt sagen, Vorsicht in dem Sinne, weil out of the box denken, verwechseln viele dann auch Ausnahmen und Sonderlösungen finden. Ach so, Womit wir nee, das wieder ist nur mein, ja. genau, ich will's nur, ich weiß, dass du Ja. das nicht so meinst, aber ich will es nochmal klarstellen, weil viele dann denken, ja, okay, wir sollen jetzt nicht wieder zu den Stützrädern hingehen, sondern das out of the box denken heißt wirklich ganz genau, fokussieren auf die Reduzierung. Wie kann ich eine kontrollierbare Menge erschaffen, dadurch, dass ich hinten wegräume und die Prozessgeschwindigkeit quasi kontrolliere. Und dafür ja, da brauchen wir gewisse Kreativität dann und Out-of-the-Box-Denken.